Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Was war das für eine Nacht? Den Satz habe ich zum letzten Mal, glaube ich, mit Anfang 20 gesagt, dass ich so hoch emotional die Nachtstunden verbracht habe und kaum zum Schlafen kam. Gestern war es genauso. Es hat mich lange umgetrieben, bis die vorläufigen amtlichen Endergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vorlagen und bis ich mich vertraut gemacht habe mit den Hintergrundinformationen. Zum Beispiel, wie viele Frauen haben die AfD gewählt? Wie viele Menschen mit Realschule und Hauptschulabschluss, die Grünen in Sachsen? Und last but not least, was wird Peter Jöcken dazu sagen? Denn der ist mir zugeschaltet aus Trier, unser Kolumnist, und ich werden jetzt gleich einmal im Detail darüber plaudern, was wir von der Wahl so halten. Hallo Peter. Hallo Chris, Grüße gehen raus nach Lanzarote. Ja, meine lieben Freunde, wir starten auch gleich. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick. Was hat das in Thüringen so bedeutet, dass gestern gewählt wurde, außer dass man geglaubt hat, dass man hier von Seiten der arrivierten politischen Kräfte Nachhilfe geben müsste? Die AfD ist mit fast einem Drittel der Stimmen durchs Ziel gegangen. Ein Zuwachs von 9,4% hat zu 32,8% geführt. Weit abgeschlagen da hinten. Wenn ihr euch das bei einem Rennen rund um einen Sportplatz vorstellt, dann läuft der eine über die Ziellinie, während der andere noch fast auf der Gegengerade ist. 23,6% die CDU, dann das BSW mit 15,8%. Die anderen vernachlässigen wir im Augenblick. Peter, wie ging das dir gestern gegen 18 Uhr? Naja, wer die letzten Wahlumfrageergebnisse gesehen hat, der weiß, wie nahe die schon auch am Ergebnis sich orientieren. Und insofern waren die ersten Hochrechnungen für mich wenig überraschend, weil sie haben sich alle im Zielbereich der Umfragen bewegt. Von daher hat sich das bestätigt, was sich angekündigt hat, dass es einen Rechtsruck geben wird. Dieser Rechtsruck führt aber aus meiner Sicht nur dazu, je mehr Menschen konservative Politik wollen und auch wählen, umso linker werden am Ende die tatsächlichen Regierungsergebnisse sein. Ja, denn das, was Peter da anspricht, ist ein durchaus spannender Punkt. Also zunächst einmal für diejenigen, die uns zum ersten Mal zuschauen, wir gehen relativ berührungsfrei mit dem Begriff rechts um. Das hat damit zu tun, dass wir beide aus einer Zeit stammen, als rechts zum politischen Spektrum gehört hat, nämlich rechts der Mitte beginnt und die konservative Weltsicht manifestiert. Das mal nur so zum einen. Übrigens, wenn ihr neu hier seid, bitte abonniert diesen Kanal, dann bekommt ihr solche Diskussionen, aber auch die Berichterstattung über Themen hier mit und auch von unserer Seite erläutert, die ihr sonst kaum findet. Du hast in einer Sache recht, denn wenn wir uns die nächsten mal anschauen, mit 13,1% die Linken, das sind die mit dem Skandal am Bein im Übrigen, die sind ja abgestraft worden. Die haben mehr verloren, als sie jetzt überhaupt noch haben. Also über die Hälfte ging weg. Die SPD, ebenfalls, wir erinnern uns links, haben 2,2% verloren. Die ehemalige Volkspartei landet bei 6,1% und die Grünen bei 3,2% und damit draußen. Wie ging es dir, als du gehört hast, die SPD 6,1%? Ich habe das sehr bedauert, weil ich habe mir innerlich wirklich sehr stark gewünscht, dass sie unter die 5% fallen, damit die mal anfangen, darüber nachzudenken, warum ihre ganzen ehemaligen Wähler sich gegen sie gewendet haben und was aus ihrer Politik geworden ist. Und die Reaktionen, die haben wir ja mitbekommen, leider führt es offensichtlich nicht zu einem Um- oder Neudenken. Ja, das war total spannend. Mir ging es im Übrigen genauso. Also man wollte ja auf der einen Seite alles und war dann schon zufrieden, dass es zumindest ein klares Signal gab bei der Stimmverteilung. Denn was sich in Thüringen wie in Sachsen abgezeichnet hat, durch die hohe Wahlbeteiligung, ist die absolute Anzahl der Stimmen natürlich ins Hintertreffen gerückt. Ein banales Beispiel, es gibt ja nur einen festen Sockel an, ich sage jetzt mal, Sektierern aus der Weltuntergangssekte der Grünen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich ein manifestiertes Bild habe von 200.000 Leuten, dann ist es ein Unterschied, ob diese 200.000 sich ergeben aus einer halben Million oder aus einer ganzen Million. Das heißt, durch die extrem hohe Wahlbeteiligung landeten die Grünen letztlich bei 3,2% und draußen. Bei der SPD hätte ich mir es
genauso gewünscht wie du. Es wäre schön gewesen, wenn wir hier ein klares Zeichen hätten setzen können, damit auch die Option, nachdem abgestimmt und ausgezählt wurde, für die Parteien ein etwas anderes Spektrum abgebildet hätten. Denn mittendrin haben wir noch immer die Linken mit 13,1%. Das bedeutet, die Nachfolgepartei der SED hat immer noch einen, ich sage jetzt mal, großen Anteil der Stimmen abstauben können und werden jetzt hier entweder zum Königsmacher oder zum Königsmörder. Das wird spannend. Wie siehst du das? Also ich denke, also ich finde es einfach erschreckend, dass gerade in den östlichen Bundesländern nach den Erfahrungen, die sie in der Diktatur unter eben jenen Kommunisten auch hinter sich gebracht haben und geglaubt haben, sie hätten sie besiegt, sich selber widersprechen, indem sie tatsächlich Sahra Wagenknecht und ihren Volksleuten 13% der Wählerstimmen geben. Und Ganz kurz an der Stelle, für Peter. mich, Ganz kurz an der Stelle. ja. Das BSW 15,8 und die ehemalige Ah, okay. Partei 13,1. Das sind zusammen 28,9, also knapp 29%. Nur mal so im Hinterkopf. Aber das wären diejenigen, die im Moment das Zünglein oder die Zunge an dieser Waage darstellen. Ja, aber das bedeutet doch nichts anderes, als dass in diesem Bundesland jeder Dritte ungefähr sich links orientiert hat und hat nichts aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt. Genauso wie man es den sogenannten Rechten vorwirft, sie hätten nichts aus den Erfahrungen der rechten dunklen Jahre gelernt. Ja, wobei das, was du da sagst, ist ja mehrfach bei den Öffentlich-Rechtlichen genannt worden. Das spiegelt sich aber nicht in der klassischen Wählersituation wider. Da sehen wir nämlich, dass in Thüringen die Alterskohorten, die links gewählt haben, also wirklich die Linke gewählt haben, 15% unter 30 waren, 11% 30 bis 44, 10% 45 bis 49. Aber was das Interessante ist, 16%. Das heißt, die meisten Wähler greift das ultralinke Lager bei den über 60-Jährigen ab. Und dazu im Vergleich die AfD, und das hat mich dann doch erstaunt, die haben ihre ältesten Wähler im gesunden Mittelmaß von 45 bis 59, also Menschen, die mitten im Leben stehen, aber, und das ist das Interessante, kommen auf 35% bei den unter 30-Jährigen. Das bedeutet, das sind nicht die Alten, das sind Menschen, die jetzt erst anfangen, sich mit Politik zu beschäftigen, die jetzt wählen dürfen und wählen gehen. Das heißt, wir haben hier eine Fortsetzung dessen, was wir schon bei der Europawahl gesehen haben. Ja, die jungen Leute machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Die machen sich nicht nur Sorgen um ihre Zukunft, sondern sie interessieren sich auch für ihre Zukunft. Während die älteren Menschen offensichtlich mit dem zufrieden sind, was sie bisher erlebt und gelebt haben und sich keine größeren Sorgen mehr machen, weil sie glauben, es sei alles im Lot, es wäre alles in Ordnung. Und das ist eben der diametrale Unterschied zwischen jung und alt in den neuen Bundesländern, die, wie ich glaube, auch logisch erklärbar ist. Ja, mit Sicherheit. Aber wenn wir schon beim Alter sind, es sind nur 6% der jungen, dynamischen, das lebensbejahende Menschen unter 30, die Grün gewählt haben. Das muss man sich auch mal merken, denn wir dürfen uns erinnern, diese Idee, das Wahlalter runterzusetzen, das war eine Idee des ultralinken Lagers, die geglaubt haben, sich damit neue Pfründe erschließen zu können. Der Schuss ging ziemlich nach hinten los. Aber sowas von. Also auch das zeigt ja, dass Menschen hier mittlerweile ein Bewusstsein entwickelt haben dafür, was man kann und was man will und dass man da keine Belehrung braucht. Übrigens auch ganz interessant, die Wählerschaft für die AfD in Thüringen stammt zu 40% aus dem Bereich der Arbeiter und zu 40% aus dem Bereich der Selbstständigen. Das deckt 80%, über drei Viertel ab. Und dann kommen noch 23% der Beamte, die hier gesagt haben, ja, die AfD gehört für mich an die Ruder der Macht. Bei der SPD
sieht man ein Bild, das ist dramatisch. Die sind nicht mehr die Partei der Arbeiter, sondern der Beamten geworden. Ganz interessant, den meisten Zuspruch hat die SPD aus den Reihen der Beamten. Was ist das für dich für eine Entwicklung? Also wenn man diese Zuordnung der Altersgruppen zum Wählerverhalten richtig analysiert, kommt man sehr schnell auf den Gedanken, dass gestern die Wahl eigentlich nur ein Zwischenergebnis ist auf dem Weg ins rechte Lager. Denn die jungen Menschen, die sich jetzt für eine konservativere Politik entschieden haben, die werden das auch in Zukunft tun, je mehr der eben von mir angesprochene Linksruck, der sich ja jetzt auch bei den ersten Koalitionsvermutungen abzeichnet. Man spricht ja davon, dass Bündnis Sahra Wagenknecht und die Linke mit der CDU eher koalieren werden als beispielsweise mit der AfD, was sie ja auch ablehnen. Umso mehr wird es zu einer Gegenbewegung kommen, gerade der jungen Menschen. Und gerade eben, weil sie jung sind, wird diese Gegenbewegung auch von großer Nachhaltigkeit geprägt sein. Ja, es gibt jetzt zwei interessante Überlegungen bei der ganzen Entwicklung. Auf der einen Seite, ich habe es eben gesagt, Königsmacher oder Königsmörder. Wir haben einen klaren Wahlsieger AfD in Thüringen. Zwei Aussagen dazu sind sehr interessant. Das eine war Jens Spahn. Wir erinnern uns mal für diejenigen von euch, die da seltener zuschauen. Jens Spahn ist der Gesundheitsminister, der uns ebenfalls fürsorglich betreut von oben herunter hat zu Beginn der dunklen Zeit der Maskenritter. Und er meinte, ja, das ist halt so. Was heißt das hier? Wir akzeptieren 30% der Stimmen nicht. Jeder hätte das wissen müssen. Wenn er die AfD wählt, ist seine Stimme halt verloren. Also diese Dreistigkeit muss man sich mal vorstellen, dass Stimmen nur dann zählen, wenn sie der eigenen politischen Weltanschauung entsprechen. Und das Zweite ist, ich glaube, dass wir sehr hellhörig sein müssen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat bis vorgestern gesagt, sie lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab. Gestern hörte sich das ganz anders an. Gestern hieß es nur noch, man lehne eine Zusammenarbeit mit Björn Höcke ab. Also mal abwarten, was da passiert. Aber ich glaube, wie du auch, dass das eine Auswirkung haben kann auf die Gesamtentwicklung in unserer politischen Ausrichtung auf die Bundestagswahlen, die ja jetzt irgendwann anstehen. Also geplant waren sie für den 25. September 2025. Wir wissen nicht, ob die Ampel noch so lange es macht. Aber ich glaube, dass eins passiert. Erstens mal, die Thüringer haben ja schon mal übel mitgespielt bekommen. Wir dürfen uns ja daran erinnern, dass auch bei der letzten Landtagswahl übergeordnet eingegriffen wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt scheint es wieder so, dass der Volkswille nicht zählt. Das Einzige, was man daraus als Thüringer ableiten kann, ist, sorgt für klarste Verhältnisse nach bayerischem Vorbild. Denn nur wenn ihr absolute Mehrheiten gewährleistet, schafft ihr absolute Tatsachen. Das ist das eine. Das Zweite ist, denke ich, dass man überlegen muss, was passiert mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Geht man hier tatsächlich das Risiko ein, auf einen Verlierer zu setzen, nur um vielleicht bessere Ausgangsbasis für eine Koalition im nächsten Jahr zu haben? Weil ich kann mir vorstellen, dass das eine Überlegung ist. Wenn man jetzt dem Raubritter Vogt in Thüringen aufs Pferd hilft, hat man eine bessere Ausgangsbasis für die Diskussion im nächsten Jahr bei der Regierungsbeteiligung. Weil wenn man sich jetzt mit der AfD heimisch macht, wird man vielleicht auch zur Persona non grata erklärt für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Wie siehst du die Rolle des BSW überhaupt bundesweit mit ihrer Entwicklung? Ich denke mir, im Saarland, gar nicht so weit weg von dir, ist jemand gestern völlig aus dem Häuschen gewesen. Also Oskar hat es gefallen. Also ich glaube, dass das BSW hauptsächlich von der Strahlkraft ihrer Gründerin und Vorsitzenden lebt. Wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, ich gebe zu, ich habe das nur oberflächlich gemacht, weil ich es auch sehr, sehr langweilig gefunden habe und wenig ansprechend. Es waren 40 Seiten, die ich überflogen habe, in denen sie Positionen einnehmen, die sie auf Dauer so nicht halten können, ohne dass sie ihre sozialistische Gesinnung verlieren. Das Thema Migration mal als Beispiel.
Das einzige Jahr mit den parteiprogrammatischen Inhalten der AfD, aber auch der Werteunion. Bei Bündnis Sahra Wagenknecht habe ich das tatsächliche Gefühl, dass die Synonym dafür stehen, wie zerrissen Deutschland ist. Ja, glaube ich auch. Aber ich denke mir, es gibt da schon einen maßgeblichen Unterschied. Sahra Wagenknecht hat das intelligentere und clevere Gespür für Stimmungen und Meinungen. Das heißt, sie surft die Welle der aktuellen Befindlichkeiten am perfektesten in den neuen Bundesländern. Denn sie vermeidet es, zu sehr zu polarisieren. Und weil du eben gesagt hast, sie müssen sich verbiegen. Ich meine, mehr verbiegen als beim politischen Limbo der CDU kann man sich nicht, wenn man als erzkonservative Partei antritt und dann mit jedem kuschelt oder mit jedem unter der Bettdecke verschwindet, nur wenn es damit Mehrheiten gibt. Also ich möchte auch mal, weil es geht ja hier nicht nur um abstrakte Additionen, bis man über einen Wert von 50 Sitzen kommt, weil hier wird ja auch von Duldung gesprochen, sondern es geht ja auch darum, nachher müssen ja auch Ministerien bestückt werden und es muss Politik gemacht werden. Und ich stelle mir gerade vor, wie es in Thüringen dann weitergeht, wenn man den Linken zum Beispiel irgendwelche Ministerposten gibt. Damit haben wir nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ich denke da nur mal an Berlin. Ja, also wenn ich Sahra Wagenknecht sehe, dann darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass sie ja auch medial in den letzten Monaten enorm gepusht worden ist. Also sie hat einen Wahlvorteil sich geschaffen durch ihre große Eloquenz. Und wenn ich sie sehe, denke ich immer an den Film Der Teufel trägt Prada. Ja, auf der anderen Seite, ich will mich jetzt hier nicht zu des Teufels Anwalt machen, aber auf der anderen Seite ist es ja so, die Partei der Werteunion lebt nur von einem einzigen Gesicht mit kleiner Nasenbrille. Das heißt also, da ist es einfach so, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, denn beide Parteien haben dieselben Ausgangspositionen insoweit gehabt, dass sie eine Figur herauserkoren haben, die bundesweit, die Gravitation darstellen soll. Dass das Ja, BSI. wobei der gravierende Unterschied halt der ist, dass im Gegensatz zu Sahra Wagenknecht Hans-Georg Maaßen medial gar keine Chance hat, irgendwie aufs Podium zu kommen Ja, das und wusste er aber gesehen vorher. zu werden. Das wusste er ja vorher. Dann kann ich in einen Angelverein gehen oder sonst etwas tun, aber er ist ja in die Politik gegangen. Dann kann er sich nicht beklagen, dass er Kraft seiner Ausstrahlung nicht dieses Wahrnehmungsfeld generieren kann. Denn Fakt ist, ich bin beeindruckt davon, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht trotz, und das darf man ja auch nicht vergessen, sie wird zwar zum Teil aufs Podium gehoben, aber sie wird auch nicht hofiert. Denn ich kann mich an Diskussionen und Talkshows erinnern, in denen sie auch persönlich extrem angegriffen wurde, gerade wegen ihrer Vergangenheit. Das heißt, wenn sie trotzdem es schafft, auf diese Werte zu kommen, und wir kommen jetzt mal zu Sachsen, denn auch da hat das Bündnis Sahra Wagenknecht aus dem Stand 11,8% geschafft und die Werteunion liegt im Promillebereich bei 0,1 bis 0,3%. Also das ist so in etwa, du springst als Tiger los und landest als Bettvorleger. Ich habe mal so eine Geschichte erlebt, da hat eine Pommesbude in einem kleinen Vorort aufgemacht und gesagt hat, wir graben jetzt McDonald's das Wasser ab. Das ist so etwa das, was mir einfällt, wenn ich über diese Truppe denke. Denn es ist in Sachsen ja so, das wäre ja Kernland gewesen, die CDU extrem stark, die CDU unter Feuer, dann hätte man ja Alternativen gesucht. Die Alternative für Deutschland ist bis auf Schlagdistanz an die CDU, die den Ministerpräsidenten gestellt hat, ran. Also 31,9% CDU, 30,6% AfD, dann kommt verdammt lange nichts. Also die beiden haben sich das Spiel aufgeteilt. Mit 11,8% ist das BSW drittstärkste Kraft geworden. Alle anderen sind einstellig, das muss man sich mal vorstellen. Die Linken schaffen es nur durch zwei Direktmandate überhaupt einzuziehen in den Sächsischen Landtag. Die Grünen haben mit 5,1% so gerade mal, und da bin ich traurig gewesen, weil ich hätte sie auch da gerne draußen gesehen, den Einzug ins Landesparlament in Sachsen geschafft. Und die ehemalige Volkspartei SPD liegt bei 7,3%. Da amüsiere ich mich dann jedes Mal, wenn noch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Kollegen den Begriff der großen Koalition beleihen. Das ist keine große Koalition. Das ist eine Koalition unter vielen anderen Optionen. Wie siehst du das?
Also die Kräfteverhältnisse in Deutschland, die haben sich ja nicht erst seit gestern, sondern in den vergangenen Monaten sehr stark gewandelt. Also da von einer großen Koalition zu sprechen zwischen CDU und SPD, finde ich lächerlich inzwischen. Also da gibt es gar keine andere Möglichkeit, das so zu sehen. Wenn der politische Mut dazu bestehen würde, beispielsweise in Sachsen tatsächlich die große Koalition einzugehen, dann müsste die CDU sich etwas konservativer aufstellen und mit der AfD zusammengehen. Das wäre das, was der Wähler im Übrigen will, was er auch ganz klar zum Ausdruck gebracht hat und nicht das, was in Thüringen beispielsweise der 23% Vogt sagt, wir haben einen klaren Wählerauftrag. Ja, das Das war ist ein sehr, Witz. das ist abenteuerlich, das ist sehr abenteuerlich. Und vor Ja. allen Dingen zeigt das auch, dass, du sagst gerade Witz, ich finde, es ist extrem dramatisch, denn es zeigt ja die Verzerrung der Wahrnehmung der Realität. Denn es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Er labert Mist vor der Kamera oder er glaubt es selber. In beiden Fällen ist es hochgradig gefährlich, wenn so jemand Ministerpräsident wird. Weil wir haben schon einen solchen nichtssagenden Schaumschläger auf der Position des Bundeskanzlers und sehen, was dabei rauskommt. Wie heißt es so schön, wer Scholz bestellt, bekommt Führung? Nee, andersrum, wer Führung bestellt, bekommt Scholz. Und wir sehen, was dabei rauskam. Aber in Sachsen ist es folgendermaßen. Die CDU ist einigermaßen sogar interessanterweise stabil geblieben. Die haben nur 0,2% der Stimmen verloren. Verloren haben die Linken 5,9%, die Grünen 3,5%, die SPD 0,4%. Das heißt, das gesamte linke Lager hat verloren, denn die AfD hat 3,1% gewonnen, das BSW, bald zum ersten Mal angetreten, 11,8% gewonnen. Das heißt, im Grunde genommen ist es ganz klar erkennbar, dass auch Sachsen sich eindeutig nach rechts orientiert. Und recht, ich nehme jetzt das BSW mal mit in diese Position rein aus einem Grund, denn es ging hier hauptsächlich auch, das haben die Umfragen ergeben, um Themen wie Sicherheit. Und also klassische rechte Themen. Es ging hier weniger um die klassisch links besetzten Themen. Was glaubst du, was in Sachsen passiert? Also in Sachsen wird alles möglich sein. Also das hängt davon ab, wie viel politischer Mut bei der CDU besteht, sich tatsächlich den Themen, die die Menschen bewegen, zuzuwenden und ihre Politik so zu gestalten, dass sie mit den potenziellen Kandidaten, die für eine Koalition in Frage kommen, und da schließen sie ja bisher jedenfalls die AfD aus, wie sie mit denen auf einen Nenner kommen. Und das wird spannend sein, das zu beobachten. Weil ich glaube nicht, dass BSW oder ja, sollten die Linken mit reinkommen, dass die sich konservativen Themen, die die CDU durchsetzen will, nicht in den Weg stellen. Es wird deswegen so spannend, weil die bisherige Jamaika-Regierung, die ja bis dato in Dresden zusammenkommt im Landesparlament, hat keine Mehrheit mehr. Also es muss sich ohnehin was ändern am bestehenden System, weil CDU, die Grünen und die SPD kommen gemeinsam nur auf 58 Stimmen und man braucht in Sachsen 61, um die absolute Mehrheit zu bekommen. Das heißt, die einzigen Kombinationsmöglichkeiten, die es gäbe, wären tatsächlich CDU, BSW und die Linken, CDU, BSW und die Grünen oder CDU, BSW und die Roten. Das bedeutet, es ging immer um den Schulterschluss zwischen CDU, BSW und dann wahlweise zur Garnierung obendrauf eine der linken Kirschen auf dieser Torte. Oder eben, und dann geht es um das, was immer wieder ja propagiert wird, wir brauchen stabile Verhältnisse, die einzig wirklich stabile Zwei-Parteien-Koalition wäre CDU-AfD. Denn die kämen auf 81 von 120 Sitzen. Das wäre eine Zweidrittelmehrheit, die hier herrschen würde. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass hier tatsächlich der Wähler die Voraussetzung geschafft haben für eine sehr stabile Form der Regierung. Also ich habe das ja heute in meiner Kolumne als Dysfunktionalität der Demokratie beschrieben. Also wer allen Ernstes
in diesen Tagen davon spricht, dass wir über eine funktionale Demokratie verfügen, der straft sich selbst damit Lügen, indem er das behauptet. Und by the way, das haben wir auch gar nicht erwähnt, aber ich finde, es gehört sich an so einem Tag wie heute auch. Die FDP ist ja gänzlich von der politischen Bühne verschwunden in beiden Bundesländern. Und das hat meiner Meinung nach auch eine große Signalwirkung auf die Bundespolitik. Ja, das ist ein vollkommen richtiger Hinweis. Die FDP hat keine Funktion mehr, offensichtlich. Und wer sich Ja. so auflöst, dass er sich im Bereich um 1% bewegt, ist natürlich auch sich selbst gegenüber ja, Rechenschaft schuldig, was ist da passiert. Und wir erinnern uns noch, Lindner hat doch mal gesagt, vor einigen Jahren besser nicht regieren als falsch regieren. Dieser Satz wäre wahr gewesen, auch dieses Mal. Ich glaube, in einer Rolle der Opposition hätte man sich viel besser helfen können, was die Landesparlamente angeht, wenn man im Bund nicht sich auf diese grausame Ampel eingelassen hätte. Ja, hätte Lindner vor ein, zwei Monaten die Reißleine gezogen und die Ampel platzen lassen, dann wären sie heute oder gestern, besser gesagt, gestern in beiden Landtagen vertreten gewesen. Davon gehe ich auch aus. Aber lass uns noch abschließend, weil du jetzt die FDP ins Spiel gebracht hast. Ich habe heute ein Statement gesehen und habe gedacht, ich fange an zu spinnen. Sagt dir der Name Katina Schubert etwas? Nein. Es ist eine Frau, die man auch vernachlässigen kann, was ihre Person angeht. Sie ist die geschäftsführende oder kommissarische Vorsitzende der Linken. Sie hat aber etwas zum Ausdruck gebracht in der Berliner Runde. Dort sagte sie, unser größtes Problem sind im Moment übrigens die jungen Männer, die mit einer großen Hingabe AfD wählen. Und sie setzte das ins Kontrastprogramm zu der Migration. Sie sagte nämlich, der ganze Satz lautet, unser Problem ist nicht die Migration, sondern das sind die jungen Männer, die AfD wählen. Da sieht man, wie gefährlich es ist, wenn man mit solchen Ideologen, wenn man mit solchen Menschen überhaupt das Gedankenspiel eingeht, zu koalieren, meiner Meinung nach. Spannend für mich wird Folgendes werden. Es wäre wunderschön, jetzt nicht, weil es wie ein Fußballspiel ist. Mir geht es gar nicht darum, wer hat gewonnen, wer hat verloren und wer kommt in die nächste Runde, sondern es geht mir darum, wir haben eine historische Gelegenheit in Thüringen. Sollte nämlich das BSW tatsächlich die Gelegenheit nutzen, dafür zu sorgen, dass wir einen AfD-Ministerpräsidenten und eine AfD in Verantwortung für ein Land bekommen. Hätten wir die einmalige Gelegenheit, während der Legislaturperiode in Thüringen zu beweisen, dass hier keine kleinen Kinder am Spieß gegrillt werden, keine Jungfrauen auf dem Marktplatz zur Häutung angekettet werden, sondern dass hier eine Basispolitik betrieben wird, die zukunftstauglich ist, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt und eine hohe Akzeptanz genießt. Damit wäre ein für alle Mal dieses Narrativ der Ausgrenzung und der Brandmauer vom Tisch. Wie siehst du das? Wäre das nicht eine einmalige Gelegenheit, hier auch eine Blaupause zu schaffen, unabhängig davon, dass es um die Geschicke eines relativ kleinen Bundeslandes wie Sachsen oder Thüringen gehen würde? Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber auch ein Anfang, den dieses Land unbedingt braucht. Denn wenn man die Interviews der gestrigen Wahl sich selbst zu Wahlsiegern erklärten Verlierer sieht, dann weiß man, dass es eine Politik des Weiter-so geben wird und dass das Land weiter abgewirtschaftet wird. Also man muss sich ja größte Sorgen machen um den Fortbestand Deutschlands als Wirtschafts-, Industrie- und Industrienation. Und wenn man den Mut aufbringt, tatsächlich mit den Schmuddelkindern zu spielen, um nachzuweisen, entweder sie sind gar nicht in der Lage, uns zu regieren, oder aber eben, seht her, wir haben uns geirrt. Dann wäre das eine Chance, die unser Land verdient hat, die es aber auch dringend braucht. Natürlich, denn damit wären mit einem Schlag diese Mehrheitsverhältnisse auch in anderen Landtagen möglich und damit würden wir wieder stabilere Zwei-Parteien-Koalitionen hinbekommen. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Zeiten, die Deutschland groß gemacht haben, auch nach dem Krieg, waren genau solche Zeiten,
auch immer des Wandels. Auch hier haben wir sehr oft sozialliberale bzw. konservativ-liberale Konstellationen gehabt. Ich denke auch nur an den Regierungswechsel in der Allianz zwischen Helmut Schmidt, Genscher auf der einen Seite und dann das Hop-over von Genscher zu Kohl. Auch da kam es zu einer Veränderung der politischen Strömung, aber immer auf einer soliden Basis des Miteinanderkönnens. Und vor allen Dingen war es so, dass die FDP mal den rechten, mal den linken Rand sozusagen markiert hat. Aber es kam nicht zu diesen Zweckgemeinschaften, die jetzt im Raum stehen. Denn ganz ehrlich, so eine Verbindung zwischen CDU und Linken nur aus Gründen der Machtsicherung kriegst du keiner Bevölkerung verkauft, die mit weit über einem Drittel eine ganz andere Partei, eine ganz andere Politik haben wollten. Es gibt auch noch einen Punkt, den ich auch gerne einbringen möchte. Es ist, glaube ich, den politisch Interessierten nicht verborgen geblieben, dass es innerhalb der AfD hier und da doch auch nicht unwesentliche personelle Störungen gibt. Und die AfD muss versuchen, den Weg zu sich selber wieder zurückzufinden, um diese Kräfte, ich nenne jetzt hier insbesondere halt auch den rechten Flügel, der sich irgendwie auch wieder etabliert zu haben scheint, wieder in den Griff zu bekommen. Weil das Grundsatzprogramm ist ansprechend, das dürfte eigentlich jeden normalen Bürger ansprechen und mitnehmen. Und es würde auch der Stigmatisierung wirksam entgegentreten, die wir ja gestern wieder in aller Deutlichkeit vor Augen geführt bekommen haben. Ja, aber auch da, glaube ich, gibt es ja sogar schon einen lebenden Beweis. Wir erinnern uns, welche Chaotentruppe in den 80er Jahren in den Bundestag eingezogen ist. Die Rede ist von den Grünen. Das möchten die ja ganz gerne ungeschehen machen. Denn im Grunde genommen standen sie damals da, wo die AfD jetzt steht, nicht ganz so weit außerhalb des politischen Spektrums in der Verächtlichung machen durch die Medien. Aber die Fundis und die Realos haben damals auch nicht das beste Bild abgegeben. Und man hat auch damals geglaubt, dass sie nicht regierbar sind, dass sie nicht regierungsfähig sind. In dem Zuge der Verantwortungsübernahme haben sich hier die Kanten bei den Fundis abgeschliffen zum Teil. Und ich glaube, wenn es darum geht, pragmatische Politik zu machen, werden sich auch hier die Strömungen und die Meinungen sehr schnell an der Realität orientieren. Also das wird bei der AfD oder jeder Partei, die sich in diesem Spektrum rechts der Mitte befindet, zwangsläufig ergeben. Denn wir haben ja da nicht nur vollkommene Idioten. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also auf das, was jetzt in den nächsten, ja, ich sag mal, der nächsten Woche passiert, bin ich gespannt. Genauso wie, und da sollten wir uns bei Gelegenheit mal drüber unterhalten, es steht ja sozusagen noch ein Entscheidungsspiel an. Denn ich glaube, dass die Erkenntnisse aus Sachsen und Thüringen sich jetzt in Brandenburg, die ja damit im Grunde genommen gar nichts zu tun haben, aber, weil es ging ja theoretisch um Brandenburg, aber dass es da sehr wohl zu Verwerfungen kommt, die wir zurückführen können, wie jetzt mit dem Wahlergebnis in Thüringen und in Sachsen umgegangen wird. Wie siehst du das? Naja, das wird schon großen Einfluss auf das haben, was sich in, glaube ich, 2 Wochen dann in Brandenburg tun wird. Und man darf wirklich sehr gespannt sein, ob es da nicht zu einer noch klareren Herausschälung des Wählerwillens kommt, indem sie sich mehr und mehr, noch mehr nach rechts orientieren als bisher schon. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ja, Peter, ich danke dir für die sehr informative Zusammenfassung und den Austausch über die Wahlergebnisse unter den Eindrücken einer langen Nacht und einer jetzt, ich sage jetzt mal, noch immer recht interessanten Ausgangsbasis für das, was da kommt. Meine lieben Freunde, wenn ihr die Rubrik von Peter lesen wollt, die er als Kolumne jeden Tag morgens zu nachtschlafender Zeit, wenn man so will, 4 Uhr, 4:50 Uhr, spätestens ist sie draußen, lesen wollt. Ich verlinke sie wie immer unten in der Videobeschreibung. Dank geht raus nach Trier. Peter, hab einen guten Tag. Lass dich nicht zu sehr durch diese Ereignisse in Sachsen und Thüringen davon abbringen, denn eins steht fest, für dich steht jetzt erstmal Almere auf dem Plan. Auch da möchte ich die Freunde draußen dran erinnern. Wir haben es hier mit einem sehr
sehr aktiven Sportler zu tun. Ganz kurz zum Abschluss, erzähl doch mal, wann steht in Almere für dich was an? Am Samstag nach Tagen eine Langdistanz, 3,8 Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und anschließend einen Marathonlauf zu machen. Und in Almere ist deswegen für mich so wichtig, weil es sich da um Europameisterschaften handelt und sogar so alte weiße Männer wie ich sich dann nochmal vielleicht mit so einem Titel schmücken können. Wir drücken dir die Daumen und gehen davon aus, da musst du die Leistung ja ganz alleine erbringen. Da wird es keine Koalition geben, da wird es auch kein Gemauschel hinter vorgehaltener Hand geben. Wir drücken dir die Daumen, aber wir sehen uns ja ohnehin noch vorher. Also trainier mal fleißig und fall uns nicht vom Rad. In dem Sinne, hab eine gute Zeit. Ciao von au, meine lieben Freunde. Bis dann. Jetzt ruckelt's. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht.